Wir haben ja, noch nicht, wir halt Geduld haben, wir hetzen nicht. Wir haben noch nicht ernst gemacht. Ja, das eine Killerteam vorhin, das wirklich den Opa auf Level 4 gebracht hat, das war insane. Dann sieht er dich ja wirklich immer und übelst in kurzen Abständen. Das ist wahrscheinlich auch eine Strat. In dem Haus die ganzen Bloodbags looten oder so. Ich kann ja mal die Schlösser anbringen und guck dann mal. Ich hoffe halt, bitte lass den Hitchhiker die Sachen halt dicht machen. Ich mach unten einfach Krawall, Junge. Mal Lärm. Mal Lärm her. Es geht, was geht, was geht. Ventilausgang ist hinten im Garten, ist aber okay. Ich glaube, die machen Lärm. Haben die Lärm? Also ist er auf Lärm aufgewacht oder auf Tür? Das kann ich sofort gucken. Ja, ich bin an der Main. Ja, warte. Ja. Also ich hab die Conny, die am speedesten. Die sind schon oben. Vorderausgang ist noch nicht. Deswegen. Bin an einem dran. Ich mach Vorderausgang direkt zu. Ich lass den hinten rauslaufen. Hinten ist ein Dietrich dran, das ist egal. Ich mach vorne noch schnell ein Schloss dran. Jetzt müssen wir uns auf Dingens verlassen. Auf Hitchy. Zwei Stück sind oben in der Küche. Alter, hier ist ja die übelste Infinite-Juke. Hat's ja gar nichts. Zwei Stück oben in der Küche. Ich chase mit einem. Hab einen Hit auf einen. Ja. Die ist immer noch oben bei mir. Ich komm hoch. Zwei Hits, Küche, immer noch Küche. Ich bin umgefallen. Gehen Richtung Tür, Richtung Main. Richtung Main, Richtung Haupteingang. Oh, noch einer bei mir. Der will hier hinter mir die Tür. Denkt der, ich bin blind oder was? Hält's mich für doof, willst hinter mir die Tür aufmachen oder wie? Noch ein Hit für ihn. Geht hinten in den Garten, wo nichts ist. Also der Zur-Garten, der... Drei Hits. Der muss jetzt eigentlich auf jeden Fall runter. Also du springst jetzt in den Brunnen oder ich stech dich ab? Ich film da bin. Da ist ein Durchgang. Oh mein Gott, da ist ein Durchgang. Oh, smart. Ich guck mal, wo die anderen sind. Ich glaube, draußen sind schon welche. Kann das sein? Oh, was macht der Hitchhiker? Der rennt hier durch die ganzen Spälte. Naja, das macht er gut. Der Hitchhiker hat aber, glaube ich, ne, der legt eine Falle. Der legt eine Falle drinne. Der legt eine Falle drinne. Ob die sind doch schon alle draußen. Der tut mich ja an dem Spalt. Einer knackt die Haupttür. Ich versuch's zu verhindern. Ich kann nicht, weil ich keine Ausdauer hab. Einer von deiner Falle. Einer knackt die Haupttür. Der geht. Küche. Aber ich bin einfach tot, wenn mich eine Tür berührt. Ich hab sie, die ist tot. Ich bin tot, ich liege am Boden. Ja, aber ich hab die gekillt, die dir entkommen ist. Bei mir ist ein Chat, der mich gerade anrotzt. Ja, der Chat ist schon low. Ich hab mich aber gerade gestunt. Ich renne ihm hinterher. Richtung? Hab ich nochmal einen Hit. Front ist gerade beim Fenster. Nimmt das Fenster, das wir immer nehmen. Ich mach auf. Okay, das dauert halt leider echt lange. Egal. Was war's denn da? Ich hör mal hin. Oh, wie läuft's? Erzähl doch mal. Ja, warte, ich hab gerade Hören genutzt, um zu taunten. Ich fütter erst Opa. Da hinten war einer an der Treppe. Hinter Opa, bei Opa im Rücken. Das war nicht er, bei Opa im Rücken ist ein Gegner. Ich höre nochmal. Unten Keller. Einfach Main-Treppe runter, wie du immer runtergehst. Ja, unten Keller, Main-Treppe. Schon ja, verletzt. Ich sehe sie. Aber du musst auch runterkommen. Ich fütter doch gerade Opi. Jetzt lass doch erstmal. Einer ist raus, aber wo? Ach, der hält wieder die Ausgabe offen. Unten im Keller. Was war die? Kelleraufgang? Ja, Kelleraufgabe offen. Basement war offen, ja.
Das heißt, die finden diese Sicherung. Die Sicherung, wo ich immer noch nicht weiß, wo die ist. Ja, beim Opa haben die anscheinend ja geholt. Moment, dann haben wir aber drei gekillt. Ja. Jeder ein. Und einer ist entkommen. Einer muss ja auch erzählen, wie krass wir waren. Finde ich okay. Genau, die Geschichte muss weitererzählt werden. Sonst weiß das ja keiner. Den haben wir also entkommen lassen, absichtlich. Alright. Nein, gab's doch nicht, Erbse. Was der Hitchhiker macht? Das bin ich. Idiot. Nein, das hab ich gerade gesagt. Hoff lieber, dass Bubba ein bisschen Stress macht unten. Ja. Ich mach auf jeden Fall schon mal direkt Blösser an die Haupttore. Ne, es sind drei Killer, die eine Schwäche haben. Das ist eigentlich ganz lustig. Man kann schon gut juken und so. Das finde ich sogar wirklich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Guter Generator-Spawn und guter Dingen-Spawn. Oh mein Gott, das ist nice. Das ist huge. Wir haben guten Ventil-Spawn. Wir müssen auch mal gucken, wo oben der Sicherungskasten ist. Wo die Sicherung ist, weiß ja kein Mensch. Ganz imhüftig. Kann ich auch ganz hinten beim Gate, wo der Strom an ist? Nein, da ist immer ein Schloss dran anscheinend. Du musst es einmal knacken. Ich mach das aber hinten. Kümmere mich drum. Ah, schlechte Autobatterie. Gibt einen besseren Spawn. Okay, die Ausgänge sind sicher. Wie läuft's bei euch? Ich verriegel hier gerade alles. Ich kann's ja wirklich, ich mach hier alle zu. Ich könnte eine Falle noch am Ventil legen, aber macht man Ventil-Exit? Einer schleicht sich gerade zu einem Ausgang. Moment, sind die schon oben? Nee, ne? Opa ist nicht wach. Ne, die sind unten, aber einer ist so bei der Tür. Weil ich höre auch Bubba so gar nichts, Mann. Ist Bubba immer noch nicht wach, ja? Einer muss Bubba mal ärgern. Stich ihn mal an. Ich sammle hier gerade Loot. Weil der hat da unten rum, der hat der Rohr. Genau, Ventil ist der Side-Exit. Okay, also das ist aber wahrscheinlich nicht Lärm, sondern Tür. Eine Tür wird offen sein. Ja, meine ist es nicht, dann ist es die Haupttür. Bei Türen gecheckt. Ich habe die Sicherung, glaube ich, gefunden. Bei Opa ist ein Schalter. Die Haupttür ist es nicht. Warum muss ich eine Tür aufstoßen? Gibt es einen Survivor, der die... Weil du die von der Seite abgeschlossen hast. Hast du Küche abgeschlossen? Ja, habe ich. Okay. Ich habe den Survivor schon ein bisschen geholfen. Ich habe die schon mal so ein bisschen angeknackst. Hier ist es nicht. Ich höre Steps. Ey, das bist du. Ich hab drei Türen. Aber kannst du mal hören? Vielleicht ist noch gar keiner oben. Ja, ich habe drei Türen gecheckt. Das ist legit. Legit. Ich höre nur unten, Leute. Ja, ich glaube, Bubba. Unten. Ich glaube, Bubba hat's noch, oder? Ja, tatsächlich. Also, ich muss sagen, ich glaube, hier oben ist keiner. Doch, einer ist oben im Garten draußen. Garten? Okay, guter ja. Oder schlechter Garten? Schlechter Garten. Piss. Schlechter Garten. Ja, bin Piss dran. Garten, rein in den Keller wieder mit dir. Los, spring. Ist wieder unten. Hat einen Stich bekommen. Sehr gut, sehr gut. Ja, schon mal angestochen, ne? Wie ist die hochgekommen? Wie ist die hochgekommen? Können wir die Tür theoretisch wieder abschließen von allen? Hm. Ja, sonst nur Leute. Ne, dann gehe ich rein unten. Nee, ja, aufschließen und öffnen. Unten, ich suche die, die ich öffnen kann. Ich guck mal, welches war.
Nur unten, Leute. Wir müssen dann wirklich schauen, dass uns keiner outplayt. Aufschließen und öffnen. Muss Main Entry sein. Ja, oder. Sie zweimal Main Entry? Ja. Sie wollen ihr raus, ich schicke sie wieder zurück. Schickst du wieder runter? Ja, ja, ein Chat ist an mir vorbei. Hey, Chat! Er ist gerade durch Main Entry. Ja, Chat ist schon hinter mir. Er ist bei Opa. Ich deine Stamina verbrauchen, ne? Wenn nee, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Er geht wieder runter in den Keller, aber da ist zu. Der kommt da nicht rein. Komm her zu mir. Komm mal. Der kriegt auf jeden Fall jetzt eine Bude. Er hat mir ein Beinchen gestellt. Hilfe. Er geht hoch. Er ist ganz langsam und kommt die Treppe hoch. Seitentreppe hoch. Den stichst du ja ab. Der ist low. Ja, du musst dir vorstellen. Der geht scheiß. Nee, der ist im Scheißgarten. Scheißgarten. Alles gut. Der wird reinspringen unten wieder. Er ist, glaube ich, weg. Basement dabei, wieder. Also die eine Captain ist doch nicht. Main-End-Ausgang. Er ist nicht Basement. Er ist Opa wieder. Ja, ich sehe. Ich, er wird Window Vault. Oh, das ist teuer für dich. Ich kürze so ab. Ich kürze links ab. Komm, deiner jetzt. Er kommt im Opa-Raum wieder. Er ist noch eine Frau bei mir. Bei mir ist noch eine Frau. Auch wieder Müll aus der Müllgarten. Der hat einen AP. Großvater in Gefahr. Runter. Ja, die geht in den Boden runter. Hast du gesehen, wo der andere ist? Kannst du gucken? Es gibt einen mit einem HP. Einer versteckt sich. Ja, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Der ist direkt neben mir, bei mir. Hier. Das ist er nicht, lol, das ist ein anderer. Ich gehe hinterher. Ja, er geht, ja, er macht da, wir hören ihn ja. Opa ist in Gefahr, ne? Ist er wieder im Loch unten? Na, wir schicken den mal wieder runter. Wo ist Opa eigentlich? Als mittlere Maus. Ja, ich fütter Opa, weil er in Gefahr ist, weißt du? Ihm geht's nicht gut. Ja, genau. Opa. Hier dein Blut. Von drei unterschiedlichen Survivern. Lass dir schmecken. Warte, ich höre. Einer ist oben. Oben, oben? Oben, oben, oben. Sicherung oben, oben? Sicherung oben. Oh nein. Nicht an der Sicherung dran. Ist noch rot, denke ich. Rot ist gut, oder? Rot. Level 1. Rot ist für uns, oder? Ja. Kann es sein, dass wir ohne Bubba spielen? Ne, der rennt auch gerade in der mittleren Etage rum. Kannst du nochmal horchen? Ja, ich horche. Einer ist auf jeden Fall unten im Keller. Die oben sind uns wichtiger, denke ich. Da sind schon ein paar gut am Bluten. Hier ist einer beim Gartenausgang. Gartenausgang? Keller runter. Keller runter. Geht gerade den Keller runter beim Gartenausgang. Ich schlag ihn. Also er geht durchs Loch, ja? Er muss Garten wieder hoch. Er geht das Main, geht das ins Gebäude. Er hört ihn an den Tür knallen. Da auch Aura jetzt. Ja, ich sehe. Ist jetzt draußen im Müllgarten. Ja. Geht durch den Brunnen raus. Rein. Ich bleib mal unten. Die werden, viele bleiben unten. Ich gehe jetzt nach unten. Ich spring immer wieder durch den Boden. Ja, ja, deswegen. Immer wieder leben. Das kostet, ja, ja. Jetzt bleib ich mal unten. Ja, der Bubba rennt jetzt halt nur in der Main-Etage rum und hat gar keine Ahnung. So, ich hör mal kurz und guck mal, ob ich dich lotsen kann. Ja, direkt vorne, links, 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 links. Ja, jetzt. Kann. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich seh ihn. Bin an einem dran. Einen Stich konnte ich ihm geben, jetzt muss ich Ausdauer sparen. Er macht die Tür auf der falschen Seite zu. Was geht doch mal in den Keller wieder. Ich bleib noch dran. Wir wollten. Oh, ich wollte ja wirklich ein bisschen langsamer als er. Ich brauche Hilfe vom Lots nochmal. Ja. Den erstmal hören. Oh, einer ist oben. Den habe ich gerade gehört, der ist dabei bei mir. Ich muss kurz den. Ja, ich denke, oben ist halt besser. Unten können die halt nichts machen. Bubba sollte unten sein. Die wird wieder durch den Brunnen runterspringen. Welcher? Ja, Außenbrunnen? Welcher Brunnen? Ja, das ist wichtig. Ja, okay, okay. Ja, ich sehe sie. Ich sehe sie, ich sehe sie. Ja. Bewusstlos, hä? Stich, stich. Hab sie. Ja, in den Brunnen gefallen, hä? Ich hör mal. Ich rechtzeitig aufgestanden.
Hab ich. Okay, einer ist, einer geht die Treppe hoch beim Garten. Bubba will mich töten, ich hab Angst, Bubba. Einer ist jetzt draußen Gartentreppe, er will jetzt die Autobatterie gleich ausmachen. Beim Hinter- oh, ja, Ausgang. Bis ich da bin, dauert's aber. Ja, ich bin aber auf dem Weg. Bist du schon auf dem Weg dahin? Ja. Bin bei ihm. Hier. Ja, ja, ich seh's. Oh, und dann stechen wir ihm ab. Okay, hau ihm auf den Kopf, weil er so frech war, weißt du? Ja, Wo sind sie denn? Ich finde der Opa. Ein. Opa hat Hunger. Opa. Ich auch, ich auch. Komm, wir füttern Opa. Ich hab 90. Opa, sag uns, wo sie sind. Los. Ja, Opa, Opa. Opa, wo sind die? Jetzt gibt's noch mal einen Honey oben drauf. Opa, verrat die doch mal. Level 3, Opa. Zeig uns deinen furchteinflößenden Schrei. Ich höre ihn nicht. Die verstecken sich schon wieder. Wir müssen Opa füttern. Wenn er Level 4 ist, ja, wenn er Level 4 ist, dann ist so oder so. Eben, deswegen brauchen wir mehr Blut für Opa. Ja, diese Bluttröge werden ja immer wieder voll durch diesen Kopf, der da hängt. Einfach die Bluttröge. Hör ich mal rein. Naja, ich höre niemanden. Wo sind die? Der ist absolut... Die Wollen wir mal kurz gucken, ob alles noch außen okay ist? Ja, ich gehe mal, ich check vorne. Ja, ich sammle Blut ein. Okay, vorne ist noch Survivor zu. Piep einmal. Vorne ist zu und auch kein Geräusch. Ja, ich habe ein bisschen Blut für Opa. Aber den Generator hörst du noch? Ja, Generator ist an der Schuppen. Okay, okay, okay. Autobatterie hinten. Da war ich noch nicht. Weil irgendwas machen sie ja. Die werden ja nicht irgendwo in einem Schrank sitzen. Oh ja, oh. Hier, Opa. Los, Opa. Opa. Sag uns, wo sie sind. Oder müssen wir Level 5 erreichen für immer Aura Reading? Egal, ich gebe ihm noch mehr. Wie hast du? Einer ist gedisconnected, so ein Schwein. Ja, aber das war nur ein Spectator. Nee, nee, nee. Wir haben doch nur 2 gekillt, oder? Nee, 3. Wer hat den dritten gekillt? Ja. Hat Bubba, hast du 2 gekillt, oder was? Ja. Okay, Opa ist fast Level 5. Gib ihm, Junge. Hast du da was irgendwie? Ja, das ist zu wenig. Hör ich noch mal rein. Ich höre gar nichts. Der ist wirklich, der hockt irgendwo. Der, meinst du, der hat Schiss? Also ja, so. Der versucht, glaube ich, gar nicht rauszukommen. Was würde ich ihn hören? Meinst du, der scheißt sich in die Hose? Also der ist zu weit weg. Scheißt er sich ins Hemd? Was, du bist ihn fit. Opa, komm, 18 Blut reicht, oder? Damit du jetzt ich hier. Ich höre ihn. Wo? Ich höre ihn. Oben, der ist auf jeden Fall auf unserer Etage. Hab ja, habt ihr auch ein Reading? Kommt zu mir. Oh mein Gott. Er ist beim Opa. Er ist bei Opa? Dad, hallo. Oh. Du bist FB. Was machst du da, Chance? Ja, ich hab dich gerettet. Das war's, Betty. Die Familie, der Bubba hat wirklich gar nichts gemacht. Ach, der ist nur rumgerannt. Der hat sich auch irgendwann was zum Fick. Ja, schon, einen hat er anscheinend bekommen. Der Bubba. Gute Runde, gute Runde. Der, den ich gekillt habe, der ist geliebt. Weil das demütigend ist, vom Koch gekillt zu werden. Verstehe ich, verstehe ich. Okay, aber du hast wieder Generatoren. Easy. Der Opa ist auch wieder am Schlüssel. Opa, haben sie mit ins Schlachthaus genommen? Die wird mal wieder zuerst gekillt. Ella sieht identisch aus. Ne, ein paar mehr Fälle da links, oder? Tot. Ich spawn auch draußen. Ist wahrscheinlich alles eher draußen jetzt, ne?
Okay, so, hier haben wir das Kabel, machen wir direkt mal an. Motor. Der Strom an dem einen Ausgang ist schon mal offen. Ja, also du hast einen Motor schon, oder was? Ja, ich mach noch eine Falle davor. Das hier sieht aus wie ein Haupteingang. Ich glaube, den hier schließe ich mal ab. Ich muss auch erstmal gucken, ob sich das lohnt hier. Aber das sieht aus wie eine wichtige Tür. Ich habe den Ventilausgang gefunden, aber das ist natürlich nur irrelevant. Oh mein Gott, hier draußen kann man sich ja wahrscheinlich geil verstecken. Das ist Ventilausgang. Ah. Uiuiui, wilde Map. Voll geil. Das ist der Infinitjuke. Muss der Bubba hier rauskommen und das wegmachen. Außen ist ja übel. Was ist das hier für eine Tür? Ja, zum Arm, wir sind ja nicht dämlich. Schließe ich die auch ab? Ich schließe die auch mal ab. Ein Schloss habe ich ja noch. Boah, wenn man die Maps machen halt einen riesen Unterschied, ne? In der anderen kennt man alles. So, jeden Winkel. Ja. Und hier so. Das ist ein Weg. Mal gucken, wie ich zur anderen Tür komme. Kann ich auch einfach den hier machen? Nee. Boah, Opa ist von hier aus gesehen voll weit weg. Das ist der Weg zu einem Keller hier. Okay. Da darf ich nicht okay, durch. Sieht aus wie ein Haus-Hauptausgang. Hast du irgendwas gefunden, was aussieht wie ein Haus? Das ist eine rote Tür auf jeden Fall. Wo ist hier der Hauptausgang? Oh, oh. Hier steht sogar Exit. Ah, Exit ist hier rein. Aber du hast... Also Strom ist schon an, ne? Es gibt aber dann noch die Autobatterie also wahrscheinlich, ein oder? Ein Motor ist schon an, ja. Einer es gibt zwei. Aber ich guck gerade, wo der Hauptausgang ist. Opa ist zwei, das heißt, sie sind oben. Ich muss gleich gucken. Ich guck mal eben. Ich hoffe, Bubba hat schon ein bisschen leer. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung ich gucken soll. Weil ich nicht mal weiß, in welche Richtung die Map ist, weißt du? Wo ist Opa? Da ist Opa. Hier ist eine Tür. Was ist eine Gastür? Oh, ich dachte, die sind schon raus. Ich kann wirklich nicht sagen, wo man hier rausrennt. Guck mal, wie ich Opa jetzt schon fütter. Der kriegt jetzt eine dicke Ladung hier. Hier bei mir direkt, glaube ich. Ich glaube, direkt hinter mir. Guck, wo ich bin. Ja. Und der rennt hier raus. Ja, ja. Der wird... Ich bin auf der anderen Seite. Der loopt da. Also der ist hier durch. Oh, kann man das nicht aufmachen als Hitchhiker, ha? Der hat den Infinite. Du musst zu mir kommen. Der hat den Infinite sonst. Ja, ich komme. Mach einfach nur Druck, dass er da nicht weg kann. Ja, ich bin noch dran an dem. Der kriegt okay. Aber jetzt... Der kriegt wieder. Ja. Keinen Stich von mir. Kommen? Der ist hier hinten in so einer Ecke, wo ich nicht weiß, wo ich da hinkomme. Natürlich weiß ich nicht, wo ich da hinkomme, aber ich hab mal dicht gemacht. Der ist dahinter, ja. Guck mal, ob du da irgendwo, kommst du da irgendwo rein? Ja, hier. Okay. Ja, ist immer noch da hinter der Wand. Hier. Im Haus bei mir. Im Haus bei mir, nee. Hab einen Stich. Das ist schon mal gut. Blutet man dann direkt? Ja. Bubba hat einen. Wo? Hier wieder, kannst du mich nicht tracken? Hat hier wieder, ist wieder da am Spawn sozusagen, da wo wir uns getroffen haben, bei Opa fast. Ja, ja, bin unterwegs, unterwegs. Das hier ist wahrscheinlich ein Ausgang. Oh Gott, wo sind die Ausgänge? Wo sind überhaupt die Türen? Ja, die sticht Opa ab. Ja. Sieh, ich bin wieder an ihr dran. So siehst du ja gerade. Ja, ich sehe sie gerade. Nee, läuft da wieder. Da kannst du durch, ne? Läuft nach links. Ja, ich scheuch die da durch, was die da durch muss wieder. Die sind beim Loch jetzt, ja, die muss jetzt da. Ja, da stehe ich. Ja, die kann mich nicht outrunnen, ich bin schneller als sie. Ich bin aber auch wieder vor ihr. Ja. Stich. Stamina. Stich. Ja, komm, jetzt drauf, egal. Ich glaube, die ist bewusstlos. Die sah so, wenn die gefangen. Ja, Moin, Bubba. Aber wo ist der andere Ausgang? Ja. Wo ist der Hauptausgang? Das ist so ein Gasausgang. Ja, den Gasausgang hatte ich da gesehen und einen hattest du ja mit Strom versehen, ne? Das sind die beiden, die wir gewusst haben. Es fehlen ja noch zwei, der Sicherungsausgang und der. So, Opa ist Level 1, denke ich, hoffe ich. Okay, also die jetzt im Brunnen untergesprungen ist, hat auf jeden Fall ein saftiges Problem. Eigentlich cool, wenn Bubba unten im Basement ist wieder. Ja, allein um Druck zu machen, dass sie unten keinen Quatsch machen. Ja. Ah, ja, ja, okay, die Map ist sehr... Opa? Die Map muss aber als Survivor so geil sein. Ich glaube, du kannst dich hier besser verstecken.
Einer ist hier bei uns, unter mir fast. Nee, super weit weg unter. Aber unten im Keller halt. Ich guck gerade, ich muss irgendwie den anderen Ausgang finden. Es gibt noch einen Motor, der ist nicht an. Ne? Die können. Einen Ausgang können die einfach nehmen. Ich weiß nur nicht, wie man da hinkommt. Also es sind, die sind unten. Ja. Einer ist oben. Ganz hinten, also dieses andere Gebäude. Nicht das Gebäude, wo Opa drin ist, sondern die blaue Lagerhalle. Ich weiß gar nicht, wie ich da reinkomme. In der blauen Lagerhalle. Oh, hier ist die Sicherung. Die Sicherung ist draußen. Das heißt, diese ganze Draußen-Area ist eigentlich sozusagen das Haus erste Etage, kann man sagen. Hier war ich doch vorhin. Hab ich doch meinen Motor angemacht, ja. Ich finde den anderen Ausgang nicht. Wirklich. Keine Ahnung, aber der wird ja wohl, wenn da ein Ausgang ist, wird ja wohl der andere irgendwo hier sein. Gegenüber. Im Schlachthaus wahrscheinlich. Guck mal, im blauen Gebäude, das ist ja riesig. Bei mir ist hier einer, der hat ein Infinite. Ja, ich muss mich hier gerade Er hat einen Hit bekommen. Hat nochmal einen Hit bekommen. Muss irgendwo hier ein Ausgang sein, oder nicht? Du musst zu mir kommen. Guck, wo ich bin. Der kann hier nichts tun. Der muss sich gerade healen. Ja, ich komme zu dir. Der hat sich schon einmal gehealt. Ja, du bist da draußen jetzt sogar, aber dann komme ich. Im blauen Gebäude bin ich. Hier sind drei Stück, drei Survivor sind hier. Ja. Bobbe. Einer hat einen Hit. Bubba ist schon da, Gott sei Dank. Hier sind drei Stück. Ich komme da nicht durch, Leute. Ich kann da nichts machen. Alter, wirklich. Das ist ja wieder ein Labyrinth-Geficke hier. Das ist Opa. Ich sehe zum ersten Mal ja nicht, weil ich habe schon vorhin gesehen. Bubba und ich haben hier wirklich viele Survivor. Ich kann nur nichts tun. Ich suche den verdammten Weg. Du euch, das ist insane. Es sind wirklich alle vier hier, wie geil. Und zwei sind schon tot. Einer rennt blaues Haus raus. Nee. Gute zwei Stiche wieder. Bubba und ich machen das. Die will da lockpicken. Okay, wo sind die? Hier vor mir. Hier sind. Einer ist runtergesprungen, einer ist nach oben. Einer kommt hoch zu dir jetzt wahrscheinlich. Da, nee, der geht zu Bubba, das ist gut. Einer ist unten, kommt jetzt auch. Ich komme halt nirgendwo hin als Koch. Und der andere ist auch bei Bubba. Hat einer Lärm gemacht. Ich verfolge jemanden. Ist der letzte. Ja. Trackt die auch gerade nochmal? Der in Bubba rein. Der Bubba hat den mit Hass umgenietet. Ja, das war's. Neue Map und ich habe keine Ahnung, wo hier der andere Ausgang ist. Also, keine Ahnung. Ich habe einen Ausgang, da bin ich gespawnt, voll easy, direkt Motor angemacht, aber der andere Ausgang. Der ist offen gewesen. Also wenn die den gefunden hätten, hätten sie einfach rausrennen können. Ja, Bubba hat den aber auch mit Hass gebrotzt, ne? Die waren da alle vier in dieser Ecke. Die wussten auch nicht, wohin. Leute, sind umzingelt. Also, wo bist du denn? Ich hab 600 Punkte. Bubba hat alle getötet. Ja, ich hab sie ja auch gelockt. Gelockt, du. Das heißt, bezeichnen. Du hast ja ein bisschen hinterhergehumpelt, das bist du auf jeden Fall. Ja, ich meine, theoretisch wird es wahrscheinlich wieder einen rot leuchtenden Raum geben, da gehst du hin, hast einen Hauptausgang. Und spammen. Machen wir die richtig nervös. Die haben keine Ahnung, was sie auf der neuen Map machen. Ja, genau, wir machen die nervös. Ja, genau. Wenn wir noch richtig Gas geben, dann ist vorbei. Opa ist schon wach. Der sitzt draußen in der Sonne. Der kriegt einen Sonnenstich. Bin frei. Ich bin frei. Ich bin freier. Ich bin. Ja, bist du? Er ist auf jeden Fall ein anderes. Hier ist auf jeden Fall eine Tür, Leute. Direkt vor uns ist eine Tür. Okay. Türen müssten eigentlich mal so permanent angezeigt werden, finde ich. Muss ich mal erstmal einen Dietrich finden. Nee, aber dadurch kannst du ja später noch so einen Perk Windows Opportunity reinbringen. Ich habe hier einen Dietrich. Und hier ist auch bei mir ist direkt eine Tür. Dietrich? Ich glaube, ich mach diesmal meinen Dietrich. Nee, ich mach den schnell auf. Komm, der Bubba weiß auch nicht, wie es geht. Ja, die haben alle keine Ahnung. Wenn wir Panik machen. Ich habe bin jetzt an einer Tür dran.
Ich fange an zu knacken. Ich bin auch an der anderen Tür. Der macht seine Kettensäge an. Meine Tür ist offen. Meine auch. Aber er kommt zu mir. Ja, ich habe aufgemacht, meine. Komme ich hier überhaupt raus? Komme ich hier raus? Oh ja, kann ich. Oma ist auf jeden Fall hinter mir. Jetzt muss ich die Map. Jetzt muss ich die Map verstehen. Gibt's hier Jukespots? Ja, gibt es. Ho, tschüss. Was ist das für ein Schuppen? Okay, Boba ist bei mir. Boba okay. Ist übel bei mir. Sieht aus wie eine Map-Ecke. Überlegt er. Boba hat keine Ahnung, dass er nicht durch die Spälte kann. Er hat das Durchsägen gemacht, obwohl er das halt nichts bringt. Okay. Langer Zaun. Okay, ich muss rausfinden, wo ich bin. Also eine Tür habe ich aufgeknackt, aber da ist gerade schwer. Aber ich könnte jetzt, glaube ich, raus. Hier hin. Ich schiebe nochmal noch kurz einen Dietrich auf easy. Okay. Die haben einen Generator auf jeden Fall an, dann mache ich mal Lärm. Dann hole ich mir ein Knochenmesser. Weil dann haben der bestimmt Fallen gelegt. Was? Ja, Flotti. Oh. Alter, hier so random Fallen in die... Hat er mich gesehen? Nee, der Koch läuft draußen rum. Hier? Koch ist draußen. Und die Map zum Heiden ist der Oberhammer, finde ich. Die Map ist ja... Okay. Hab einen Boba am Arsch. Ich glaube, hier will ich hin. Das ist das Haus, wo Opa drin ist. Ich komme nicht zu dem Ausgang. Ich muss eine andere Tür aufmachen. Der Boba wirklich. Ich muss mal wieder runterspringen, leider. Bist du noch unten? Ah, ich hab hier auf jeden Fall die Tresortür, also die elektronische Tür. Wenn dann also die Sicherung da macht. Lol, der Ausgang, der Ventilausgang ist unten im Basement. Also nicht der Ausgang, sondern das Ventil. Boah, der mich gerade niedergeknüppelt. Alter Falter. Ein Problem. Gut, dass er erstmal seine Pisse anmachen muss wieder. Wir haben drei Basement-Türen auf. Ja, ich komme. Und ich kann mich auf der Map nicht orientieren, welchen Ausgang wir genommen haben. Sprint ist aus dem Keller. Moment, bist du einer der Shits? Ja, ich bin Sunny. Ach, du bist Sunny. Okay, ja, dann bin ich bin bei dir. Hast du noch Heal? Nee, aber ich weiß, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da durch die Tür sein. Sag mir, wo wir sind. Ich bin bei dir. Das bin ich. Ich heil dich. Ja, hier, der Ausgang ist hier. Warte. Seite. Bleib stehen. Da, wo wir jetzt hingehen. Ich kann mich heilen. Ja. Wir müssen hier durch, das ist der Ausgang. Aber wo sind wir auf der Map? In welchem Viertel würdest du sagen? Was? In welchem? Wo sind wir auf der Map? Oben links, unten rechts? Wo ungefähr? Wir gehen jetzt den unten rechts Ausgang. Wie sind wir da? Und wir sind gerade praktisch in der Mitte fast. Wir klettern uns gerade bei dieser kleinen Minitreppe rein. Ja, okay. Ja. Ich hab's. Und da zum Ausgang gehen wir jetzt. Alright, let's go. Schön langsam. Die wissen. Ja, ja. Die haben uns nicht auf dem Schirm. Knochen macht keinen. Ja. Beispiel, wir werden noch einen Lockpick brauchen. Also kurz den hier machen müssen. Also wir sneaken uns jetzt hier durch die Falle. Ja, ist eine Falle gewesen. Fuck. Dann kommt gleich der Hitchhiker. Aber er weiß nicht, dass ich hier dran bin. Da kann ja jede Falle sein. Ich will noch einen Lockpick eigentlich mitnehmen. Wir werden noch einen brauchen. Chat ist so doof im Lockpick mitnehmen. Das kann er einfach nicht. Nicht seine Lieblingsaufgabe. Ah, fuck, ja, wir brauchen einen Dietrich, um hier rauszukommen. Ja, ich hab hier einen. Aber Strom ist auch an. Ja, ich hab einen Dietrich. Ja. Strom ist an, das heißt, das müssen wir noch ausmachen. Wo komme ich zu dir? Ja, denselben Weg wieder. Ich gehe durch die Wand hier. Ich guck mal, bist ganz du kurz, draußen? Ob ich hier irgendwo Knochen finde. Ja, ich hab hier Knochen, weil ich müsste wahrscheinlich noch mal eine Falle wegmachen. Ja, da durch die Tür. Da die Tür musst du aufmachen. Ja. Geradeaus zu. Hab gleich Knochen, dann können wir eine Falle des Armen. Tür ist jetzt auf.
Sicherheit. Da hinten siehst du den Strom, ne? Siehst du ja. Da ist auch der Generator. Der Generator, ja. Und der Ausgang muss rechts daneben sein, oder nicht? Ja. Das ist ja der Ausgang. Ja. Wenn, ja, mach du aus, wenn er kommt. Ich knock den weg. Ja. Dann war ich nass. Okay. Generator ist gleich aus. 3, 2, 1. Weg. Okay. Stell ich noch die Hühner ab? Ja, stell ich die Hühner ab. Wir haben nur die Hühner. Nee, damit die nichts mehr zu essen haben hier. Dietrich nötig. Hast du? Nee. Ich hab ja nur. Nein. Okay. Schaffen wir aber noch. Pass auf, der Dietrich ist in das Haus rein, rechts. Du holst den. Haus rein, rechts. Genau, du musst zweimal durch die Wand. Ich bleib an dem Generator, um den zu tackeln, wenn er kommt. Rechts. Und halt. Hier ist einer. Draußen ist auch einer. Okay, ja, komme. Soll ich speeden oder nicht? Nee, mach's Silenzium. Okay. Wir brauchen noch Zeit fürs Knacken. Kann ich einen Gegenstand droppen? Nur wenn ich was aus... du nimmst es eh. Ich bin dran. Der Bubba hat seine Kettensäge so aufgeladen. Du kannst sie richtig ragen, aber dann überhitzt die auch. Aber der hat so viel Schaden gemacht, weil er die überhitzen lassen hat. Und mir dann einfach so einen Rambo-Hit gegeben hat. Okay. Der Generator ist immer noch Damage. Er kann immer noch nicht angemacht werden. Jetzt kann er anmachen gerade. Obwohl er nicht. Egal, kommt keiner. Halt Ausschau. Absolut ruhig. Die haben überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, die sind alle überfordert hier auf der Map. Wir haben ja auch, die haben uns noch nicht spotten können. Der Koch hat nichts gemacht. Opa hat uns nicht aufgedeckt. Richtig. Wir haben mich ganz kurz. Ist offen. Ich gerafft. Let's go. Raus. Ich kann nicht. Doch nicht. Hä? Ich bin stuck. Kannst du mich schubsen? Bin ich wieder im Chat oder so? Nee. Ich bin im Boden. Ich bin im Boden. Oh nein. Lock ihn zu mir, Claire. Oh, du hast mich gerettet. Jetzt. Ja. Freiheit. Und draußen. Und die anderen beiden sind immer noch im Keller, denken sich, wo kommt denn hier raus? Man, da haben wir uns aber lange durchgesetzt. Ist ein langer Weg gewesen dahin, aber. Ja, du musst echt viel knacken. Also auch sehr viele. Das waren nicht mal die Koch-Loks. Das waren einfach Basic-Loks alles. Die Anna. Anna ist ja tot. Anna ist schon nur noch die Anna. Ja. Die hat keine Ahnung, wie sie rauskommt. Die hat überhaupt keine Ahnung. Okay, aber wir waren jetzt unten rechts. Gut, okay, dann sehe ich die Map. Ja, unten rechts. Ja. Wir sind unten rechts rausgegangen. Genau, wir haben so nah in der Mitte bei diesen, wo so zwei Treppen und ein kleines Viereck ist, dann im Kreis. Ja. Da haben wir uns reingepickt. Das heißt, der andere Ausgang wäre theoretisch direkt hinter uns gewesen. Ja, aber der direkt hinter uns war, das ist der Gasausgang. Ganz oben links, wo die anderen Autos sind, das ist der Autobatterieausgang. Ja, aber wie kommst du dann da hin? Durch das andere Gebäude. Durch das andere Haus, durch dieses... Achso, man muss von innen, von den Autos nach draußen. Ah. Ja. Okay. Das heißt, der Gasausgang ist nur eine Abkürzung dahin. Aber der Gasausgang ist ja wirklich sehr zentral. Also ja, genau. Aber der Gaskanister ist im Keller. Du musst das Ventil in den Keller bringen. Ich habe ihn gesehen. Aber ich war gerade eben als Hitchhiker, war ich. Ja, genau, das ist der andere Spawn. Das ist der andere Spawn gewesen. Jetzt gerade bin ich in den Brunnen reingesprungen, da war der Gaskanister unten. Also du kannst auch richtig Pech haben mit dem Seitenausgang. Ja, aber das heißt, der Gaskanister kann direkt neben der Tür spawnen oder unten oder was? Genau, das ist aber auf der anderen Map auch so. Da ist der, da kann der auch nehmen. Achso, okay, tschüss, Anna. Ja, scheiße. Anna ist tot. Ich glaube, die ist tot.